Sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil von Bonus, Discount und Co., dem Euwax-Forum der Experten. Thema Inflation oder eben Deflation oder vielleicht ein ganz anderes Szenario. Das ist natürlich die große Frage bei mir im Studio, Heiko Geiger und Dirk Hess. Ja, wir haben gehört von Thomas Bergmann, der das Derivate-Musterdepot führt, dass für ihn im Grunde weder Inflation noch Deflation ein Thema ist. Also er legt eher kurzfristig an. Das sind auch die momentan, die auf der Agenda stehen haben. Ich kümmere mich um gar nichts, ich nehme die kurzfristigen Gewinne mit. Also für die ist Inflation, Deflation, Herr Geiger, kein Thema. Ist definitiv so. Sowohl auf der Anlage- als auch auf der Hebelseite sind es eher die kurzfristigen Investments. Wenn wir im Anlagebereich sind, dann haben wir da einen Horizont von 6 bis 12 Monaten, würde ich sagen. Und im Hebelbereich natürlich wesentlich kürzer. Es ist aber die Liquidität, die im Markt ist, die so ein bisschen natürlich Bedenken schürt. Wenn hohe Liquidität im Markt ist, dann kann das ja eben zu einer Geldentwertung, zur Inflation führen. Herr Hess, also sollte man diese Angst doch nicht ganz wegschieben? Zumindest für einen Langfristanleger dann? Ich würde es nicht Angst nennen. Ich würde es einfach nennen, dass jeder Investor muss sich mit dem Thema Inflation beschäftigen. Wir haben momentan Inflationsraten um die 2% weltweit, teils ein bisschen niedriger. Ich meine, lassen wir mal die Schweiz außen vor, gehen wir einfach die Eurozone und nach Amerika. Das ist noch nicht so viel, dass es uns wirklich jetzt im ersten Moment so, dass wir es merken. Und das ist ja die Gefahr dabei. Denn ich bekomme eigentlich weniger Zinsen, als ich letztendlich eine Geldentwertung habe, zumindest die gemessen wird, die statistisch ausgewiesen wird. Ich darf sagen, meine persönliche Inflationsrate ist wesentlich höher. Also meine Gefühlte liegt weit weg von dem, was hier ausgewiesen wird vom Statistischen Bundesamt. Und gerade deswegen muss der Anleger sich damit auseinandersetzen. Er muss wissen, wenn er nicht mehr Zinsen bekommt, als in der Inflationsrate ist, oder mehr Rendite in seinem Gesamtportfolio einführt, als er als Inflationsrate ist, auch seine persönliche, muss man dazu sagen, dann hat er über die Jahre hinweg eine Geldentwertung. Und er muss sich dementsprechend positionieren. Er muss wissen, wo kommt die Geldentwertung her, auf welchen Zeiten wird die gespielt, wie stark betrifft es ihn denn persönlich. Man soll sich nicht immer an den, wie ich schon ein paar Mal sagte, an den offiziellen Daten festhalten, sondern wirklich mal messen, wo sind denn die Risiken in meinem Haushalt, wo erfahre ich denn diese latente Entwertung. Und da muss ich mich positionieren. Das gehört einfach zur modernen Geldanlage dazu. Jetzt könnte man sagen, nicht jeder Anleger hat die Möglichkeit, das herbeizuziehen. Aber in einem durchschnittlichen Depot kann man schon die ein oder anderen Akzente setzen, dass man sich auf dieses Thema vorbereitet und auf was dagegen tut. Sonst kriegt man die Quittung in 10, 20 Jahren. Und wenn die Inflationsrate erst mal ansteigt, dann dürfte es zu spät sein. Die Inflation war es ja, was die Notenbanken bekämpfen wollten. Wir haben also da schon die Inflationsraten teilweise in höheren Dimensionen gesehen. Experten sagen jetzt auch teils noch, dass langfristig gesehen die Inflation auf bis zu 4% ansteigen kann. Wir gucken gerade mal drauf. Jüngst ist in Deutschland die Inflationsrate gerade wieder zurückgegangen. Also die Frage ist natürlich da, ist die Inflation tatsächlich das Problem? Und wenn die Notenbanken das jetzt weiter bekämpfen, kann es vielleicht dann zu der Deflation kommen, zu eben dem anderen, in Anführungsstrichen, Szenario, was es noch gibt. Ich glaube, was man wirklich differenzieren muss, ist auf der einen Seite die Liquidität, die im Markt drin ist, nämlich in dem Markt, wo die Wertschöpfung stattfindet, und die Liquidität, die momentan im Bankensystem drin ist. Und was man ja klar sagen muss, wir haben natürlich eine gewisse Liquiditätsschöpfung seitens der Zentralbanken. Sofern diese Liquidität aber im Zentralbankensystem bleibt und nicht wertschöpfend in die Volkswirtschaft hineinfließt, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass wir bei dem derzeitigen Inflationsniveau bleiben, plus minus, aber bei weitem nicht solche inflationären Tendenzen bekommen, die Sie angesprochen haben. Sprich, das entscheidet sich einzig und alleine damit, ob eben diese Geldschleuse für die volkswirtschaftliche Wertschöpfung aufgemacht wird. Wir haben das jetzt gerade auch am Wochenende in Spanien diskutiert. Die 100 Milliarden, die seitens des Stabilitätsfonds für Spanien zur Verfügung gestellt werden. Eben auch der große Sternchentext, dass es wirklich nur für das Bankensystem zum Einsatz kommt und eben nicht in den volkswirtschaftlichen Wertschöpfungskreislauf hineinfließt. Das heißt, hier zieht man sehr wohl schon eben auch sowohl auf Seiten der Politik, aber auch auf Seiten des Zentralbankensystems eben genau diese strenge Linie. Also zusammengefasst,
bleibt die Liquidität im Bankensystem, dann ist davon auszugehen, dass wir die Inflation im Griff haben. Wird diese Liquidität aber in den volkswirtschaftlichen Kreislauf hineingepumpt, dann werden natürlich unmittelbar inflationäre Tendenzen entstehen. Wie wahrscheinlich ist das? Muss ich jetzt natürlich fragen. Wenn ich auf die Analysen unseres Hauses zurückblicke, dann sehen wir das sowohl für den Euro-Raum als auch für US-Amerika für 2012 und für 2013 im Moment nicht, sondern rechnen eigentlich eher damit, dass wir bis zum nächsten Jahr leicht rückgängige Inflationsraten sehen. Leicht rückgängig, Herr Hess. Sie haben eher so ein bisschen auch angedeutet, dass Inflation auf jeden Fall ein Thema ist. Deflation, ist das für Sie auch ein Thema oder sagen Sie definitiv nicht? Also wenn es die Inflation ist, dann kann es ja nicht die Deflation sein. Ich sagte, Inflation sollte ein Thema für den Investoren sein. Okay. Er muss sich damit beschäftigen. Nein, wir sehen es ähnlich. Inflation dann auch, oder? Natürlich, mit Geldmehrung, Geldentwertung ist das gehört dazu. Das muss einfach sein. Der mündige Anleger muss sich damit beschäftigen. Wenn er es nicht macht, soll es sein Berater machen. Wir sehen auch bis 2016 eigentlich in Europa, in der Eurozone, keinen signifikanten Anstieg der Inflation. In den USA sogar noch dieses nächstes Jahr leicht rückläufig, bevor es dann auch ein bisschen über die 2% geht. Das heißt, das ist keine nennenswerte Inflationsrate. Aber Inflation kündigt sich nicht an. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen schauen, alle Makro-Begebenheiten zusammenzählen. Wenn jetzt wirklich es geschehen sollte und zum Beispiel die gesamte Weltwirtschaft fängt wieder an, richtig zu brummen, sieht momentan nicht so aus, aber sagen wir einfach mal in ein paar Jahren, dann wird es auch wieder einen Druck auf die Rohstoffpreise geben. Das heißt, die Rohstoffpreise würden sich stark erhöhen, das wiederum gibt einen Druck auf die Inflationsrate. Das heißt, auf einmal ist sie da. Von einem Quartal zum nächsten, dann steigen die Rohstoffpreise stark an und auf einmal habe ich eine höhere Inflationsrate, als ich es vorhatte. Haben wir letztes Jahr auch gesehen. Und das heißt, ich muss mich jetzt positionieren und nicht erst dann, wenn sich's ankündigt, sondern vorher schon. Und eine Inflationsrate von 4% ist die Frage, ob das eine hohe Inflation ist. 4-5%, ich glaube, damit könnten wir alle leben. Das ist zu wenig, dass wir auf die Barrikaden gehen, aber es ist genug, dass über viele, viele Jahre hinweg auch sich ein wenig die Staatshaushalte über die Inflation entschulden. Man darf das nicht vergessen. Es kann durchaus auch ein adäquates geldpolitisches Mittel sein. Natürlich haben wir die Geldwertstabilität gerade bei der EZB im Vordergrund. Aber wir haben auch die 2% definiert, das ist vollkommen klar. Aber vielleicht weicht sich das über die Zeit ein wenig auf, weil wir haben diese Liquidität und wir bekommen Probleme dauerhaft, wenn das so weitergeht, weil es fängt ja jetzt erst an. Ich sage nur Stichwort Eurobonds. Wie lange kann sich Merkel denn dagegen wehren? Oder was muss sie im Gegenzug dafür, dass sie hier beim Nein bleibt, auf der anderen Seite geben? Es wird mehr Geld kommen, weil einfach die Banken und die Staaten mehr Liquidität beziehungsweise mehr Geld brauchen in ihren Bilanzen. Und wir haben die 2%, muss man sagen, wir haben es eben gerade in der Grafik noch gesehen, 2,4% im Euroraum Inflationsrate im Gegensatz zum Vormonat noch zurückgegangen von 2,6 auf 2,4. Also die Preisstabilität eben mit diesen 2% von der EZB definiert oder von den Notenbanken definiert, ist da im Grunde ja nicht weit entfernt. Es hängt auch damit zusammen, wie wir die Inflation auch berechnen. Ob diese Währung, also dieser Korb, den wir dazu herziehen, auch wirklich noch zeitgemäß ist und auch wirklich das widerspiegelt, was uns im täglichen Leben auch wirklich dann auch betrifft. Ich kann nur für mich sagen, ich kann mich daran nicht orientieren, weil für mich passt es einfach null. Und ich glaube, für die meisten anderen Investoren auch nicht. Früh genug positionieren, Herr Hess, hatten Sie gesagt, das ist das Stichwort, Herr Geiger. Wie kann sich ein Anleger denn früh genug positionieren und wie weiß er denn auch dann im Grunde, wann es Zeit ist, sich zu positionieren? Ich glaube, was mittlerweile viele gelernt haben, sind das eigentlich die klassischen Sachwerte, eigentlich der ideale Inflationsschutz sind. Es gibt zwar auch entsprechend inflationsindexierte Anleihen, wo sich dann die Verzinsung in Abhängigkeit von einem Vorfeld definierten Inflationsindex berechnen lässt. Aber ich glaube, der Anleger ist mittlerweile so weit, dass er sieht, wenn er in Unternehmen, sprich in Aktien investiert oder auch in Rohstoffe, dass er damit eigentlich auch den besten Inflationsschutz genießt. Und wenn man sich einfach mal einzelne Anlageklassen auflistet und die auch mal so gegeneinander laufen lässt, dann sieht man eben auch, dass wenn man den Konsumpreisindex, also den Inflationsindikator per se, sich mal aufzeigt über mehrere Jahre und legt einen Rohstoffindex, einen breiten Rohstoffindex dagegen und einen breiten Aktienindex, dass eigentlich der Rohstoffindex mitunter die höchste Korrelation mit dem Konsumpreis hat, auch was
Herr Hess eben angesprochen hat. Und diese Funktion lässt sich eigentlich auch historisch sehr schön abbilden. Die funktioniert ganz einfach. Und von daher sind Anleger beraten, einmal per se schon aufgrund von Diversifikationsaspekten, dass sie ihr Portfolio streuen, eben nicht alles auf eine Karte setzen, nur Aktien oder nur Anleihen oder nur Immobilienfonds, sondern beispielsweise auch an Rohstoffe denken, das Portfolio mit Rohstoffen beimischen, um eben genau von diesem Korrelationsgrad auch profitieren zu können. Oder dass man eben in entsprechende Sachwerte im Sinne von Aktien investiert, beziehungsweise, da wir hier über Zertifikate diskutieren, entsprechend Zertifikate, deren Basiswert eben nicht ein Währungspaar ist oder ein Zinssatz, sondern eben ein klassisches Unternehmen in Form von Aktien. Genau, das wäre jetzt die Frage gewesen, wenn man das auf den Zertifikatebereich transferiert, also den Basiswert dann in diesen Bereichen auswählen, Herr Hess. Absolut, ja. Okay, mit welchen Produkten ist das dann am besten zu tun am Zertifikatemarkt? Nun, ich meine, ich würde in solchen Fällen oftmals einen ganz normalen Tracker, also ein normales Indexzertifikat nutzen, weil ich eine gewisse Langlebigkeit haben möchte. Ich kann aber auch bei dem einen oder anderen Produkt durchaus auch mal sagen, hier nehme ich mal ein Bonuspapier mit einer relativ niedrigen Barriere zum Beispiel, dass ich hier auch noch eine gewisse Mindestverzinsung habe, wenn der Markt zeitwärts läuft. Und vor allem, ich würde es nicht unbedingt auch immer langfristig spielen, ich würde auch mal eine kurzfristige Chance mit reinnehmen. Und gerade bei Rohstoffprodukten muss man sehr, sehr stark aufpassen. Hier muss man auf neue Modelle zurückgreifen. Rohstoffe sind sehr, sehr zyklisch. Hier kann der beste Inflationsschutz auch mir mal die Performance ganz, ganz stark verhageln, wie es so schön heißt, weil einfach hier auch mal extreme Preisschwankungen da sind. Vielleicht auch dazu eine Seitenbemerkung. Gerade Gold, was sehr oft als Inflationsschutz genannt wird, der beste Inflationsschutz macht mir keine Freude, wenn ich eine Schwankungsbreite von 10-15% innerhalb einer Woche habe. Das heißt, ich muss hier sehr dosiert vorgehen und ich weiß auch nicht, ob Gold der ideale Inflationsschutz ist. Es ist der sichere Hafen für den absoluten Worst Case auf Neudeutsch. Also wenn das Schlimmste aller Fälle eintritt, dann brauche ich Gold. Aber ob es der geeignete Inflationsschutz ist mit seiner starken Schwankungsbreite, Fragezeichen. Ein Fragezeichen, was wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen dann wieder beantworten können, wenn es dann eben um diese Rohstoffe bzw. um Edelmetall auch geht. Für Inflation und Deflation sind wir jetzt am Ende unserer Sendung, meine Herren. Ich hoffe natürlich, dass die Zuschauer da ein bisschen was von mitnehmen konnten. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie hier im Studio waren und Ihre Meinungen und Ihre Prognosen auch mit kundgetan haben und das, was der Anleger natürlich tun soll. Also vielen Dank, dass Sie hier waren. Und liebe Zuschauer, das war es dann auch schon wieder von Bonus Discount und Co., dem Euwachs Forum der Experten. Wie gesagt, ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen zum Thema Inflation oder eben Deflation, was für Szenarien kommen können. Aber wichtig ist immer, Sie sollten sich informieren und auf jeden Fall immer am Markt bleiben. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal sage ich dann erstmal Tschüss.